Liebe Gäste, liebe Freunde der Stadtgeschichte und Mitglieder des Filmclubs, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Vortragsabend Goethe und Gera. Goethe war zwischen 1806 und 1813 in Gera. Sein Interesse galt der Biologie und der Mineralogie. Aus diesem Grund traf er sich mit seinen Freunden und Briefpartnern aus Bad Köstritz und Gera, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erfahren und Austausch vorzunehmen. In seinen Aufzeichnungen und Tagebucheintragungen ist zu lesen, Gera und seine Umgebung sowie der Ostthüringen-Raum ist ein lohnenswertes Forschungsgebiet. Dazu erfahren wir mehr heute von Herrn Dieter Bauke, dem Leiter der Fachgruppe der Heimatgeschichte der Hansen-Turkung, den ich heute ganz besonders herzlich begrüße. Und ich übergebe dir gleich das Wort. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, über Goethe hier etwas erzählen zu dürfen. Goethe, ich habe hier einige Bilder gemacht. Und da, wo ich keine Bilder gefunden habe, es gibt leider kein Originalfoto von Goethe in Gera, da habe ich dann Briefmarken eingesetzt oder sowas. Wer sich dafür interessiert, es gibt ungefähr 100 verschiedene Briefmarken, die Goethe zeigen, falls das jemand sammeln möchte. So, Goethe hat 1774 beschlossen, nach längerem Überlegen in Weimar für längere Zeit zu bleiben und dort zu arbeiten und zu dichten und so weiter. Und damit ist er schon aus der Sicht von Frankfurt am Main oder von der Rheingegend, wo er öfter vorher war, schon ganz schön dichte dran an Gera. Und Jena ist ja keine 50 Kilometer weg und gehört ja auch mit zu seinem Wirkungskreis. Trotzdem ist er nach Gera nur selten sporadisch gekommen. Auch die Verbindungen müssen wir uns anschauen, wie wichtig das für die Goethe-Forschung insgesamt ist. Gera gehörte ja nun zu Reuß' jüngerer Linie, war also Ausland zu der Zeit und lag damit nicht im unmittelbaren Interesse bei seinen Weimarer Staatsgeschäften oder auch bei seinen Dichtungen und so weiter. Trotzdem, wir können die Wirkungskreise Goethe und Gera in drei Gruppen fassen. Einmal das bekannteste, Gera als Etappenort verschiedener Reisen, dann Bekanntschaft mit Bürgern Geras und geografisch-geologische Fragen, wie sie eben schon angesprochen worden sind. So, schauen wir uns den ersten Teil an, Goethe und verschiedene Personen, die hier in Gera wohnten oder in der Umgebung und mit Goethe Kontakt hatten. Am bekanntesten oder mit sehr bekannt ist die Beziehung zur Klavierbauer- und Orgelbauerfamilie Friederizi, nach denen ja heute noch die Friederizi-Straße benannt ist. Goethe hatte als Kind zu Hause, seine Eltern hatten es besorgt, so ein sogenanntes Hammerklavier, auf dem er gespielt haben soll. In einem Zeitungsartikel steht, Goethe war ein privater Musikus, seine Finger glitten über die Tasten eines Friederizi-Flügels, der in Gera gebaut wurde. Auch der junge Mozart spielte in Salzburg auf einem Gera-Flügel, was stimmt. Aber nicht Goethe hat gespielt, sondern seine Schwester Cornelia war der Musikus in der Familie sozusagen. Aber so ist der über den Namen Friederizi vielleicht auch Gera damals dem Kind und Jugendlichen Goethe schon ein Begriff gewesen. Also ich zitiere jetzt nicht alle Worte, die Goethe irgendwie mit Gera ausgesprochen hat und so weiter, dann würde mir die Zeit noch davon laufen. Es wird sowieso schon, sie sind auf 2 bis 3 Stunden eingestellt, ne? In der Kurzfassung. Wir werden sehen. So, wie ich eben schon sagte, Goethe in seiner Weimarer Zeit war dichte dran, aber Reuß' jüngere Linie war Ausland. Da gab es Grenzen dazwischen. Wir sehen hier mal so eine Karte. Sie kennen das ja. Ne? Da liegt noch ein bisschen Altenburg dazwischen und
Krummlinien, die es hier gibt. So, Aufenthalte Goethes oder Geras. Kolportiert werden 6. Die Frage ist, sind es mehr oder weniger? Weniger werden es nicht sein, die 6 sind belegt. Man kommt, wenn man anders zählt, auch auf 8. Zum Beispiel hat Hund 1949, also unser großer Hund, berichtet, dass Goethe 1775 zu Weihnachten schon hier gewesen sein soll. Der Goethe war auch ein Gera, vermute ich mal. Ne? Was nicht in den Tag- und Jahrheften verzeichnet ist und deshalb nicht so bekannt geworden ist. Aber er berichtet, dass er von Waldeck bei Kloster Lautnitz zu Pferd nach Köstritz und von da mit Hilbrand von Einsiedl und Major Knebel nach Gera geritten sei. Vielleicht auch nur durchgeritten. Das bedarf weiterer Forschung. Und Sie haben es an meinem Titel gesehen, es gibt mehr Dinge, die ich nicht weiß, zu den einzelnen Fragen, als die, wo ich weiß. Hier ist noch viel zu tun. Einiges wird getan, ich komme gleich drauf. Also 1775 ist nach Hund schon der erste Kontakt Geras und Goethes zu verzeichnen. Bedarf weiterer Nachforschung. Die nächste Reise, es wird berichtet, dass Goethe 1782, nachdem er in den Staatsdienst eingetreten und Minister geworden ist und so weiter, alle Höfe Thüringens besucht habe, um dort quasi vorstellig zu werden, seine Antrittsbesuche zu machen und so weiter. Ob er dabei auch in Reuß, jüngere Linie oder ältere Linie war, weiß ich nicht. Oder war er nur bei den Sächsischen, also Sachsen-Coburg oder Sachsen-Weimar, da kommt er ja her und so weiter. Unklar. Achso, weil ich eben Geld gezeigt habe, wer Geldscheine sammelt, der ist mit 3 fast am Ende. Wer Notgeld dazu sammelt, das wird dann viel. Nicht, und wer nicht nur Goethe Bildnisse sammelt, sondern auch Themen, Hermann und Dorothea oder Faust und so weiter, da wird es dann richtig viel. Aber das gehört nicht zu meinem Thema, das habe ich hier nur mit eingebaut. Ja, Münzen gibt es überschaubar viele, Medaillen sehr viele. So, die erste richtig belegte, wir sind immer noch nicht 1800 Tuck, auf der Rückreise von Karlsbad am 6.10. kommt er von der Kur, den 26. Frühling kam gegen 11 Uhr in der Nacht nach Gera, wartet die Mittagssitze in Rochlitz ab. Also der Aufenthalt in Gera eine halbe Stunde Pferdewechsel bei der Post. Aber wir zählen ja jede Minute. Ja, und damit stimmt 1806 auch nicht. Macht nichts, kriegen wir alles noch raus. So, dann stand in der Zeitung 1790. Ich überhole mich schon selber jetzt beim Reisen. 1785, im August war er nach Hund hier in Gera, hatte übernachtet. Ja, und 1790 war er eine halbe Stunde hier. Auf der diese Postkutschen damals, also es gab ja richtig hier mit viel Gepäck, solche Transportkutschen. Man denkt immer bloß diese Karossen, ne, wenn man Postkutsche denkt und so weiter. Es wurden aber auch viel mehr Güter transportiert, als nur das Gepäck der Personen. Und dann kamen auch solche Wagen mit zum Einsatz. So, und dann stand 1806, 1805 im Dezember, war er hier, und zwar... Wir sind jetzt in der napoleonischen Zeit quasi. Ne? Napoleon einmal hingewandert, einmal zurückgewandert, Russland und zurück. Und jedes Mal durch Gera gekommen, so ungefähr, nicht ganz. Vor den politischen Ereignissen hat Goethe immer ein bisschen so die Flucht ergriffen. Nicht er alleine, der ganze Weimarische Hof und so weiter, sind dann ein bisschen weg, haben sich verdrückt. Und hier in Gera war Friedrich Wilhelm III., der Preuße, stationiert, hat hier Hof genommen und so weiter. Und hier hat Goethe ihn besucht, also sein Herzog hat ihn besucht und Goethe war im Gefolge.
Das war ja dann, kam die Schlacht von Jena an Auerstedt und so weiter, und dann ist Napoleon hingezogen und später zurückgezogen. So. Hier wird vor allem berichtet, das berichtet der Prinz nach Berlin, das wurde stark getrunken und die Wette populiert, und der Herzog hat auch geschrieben, Goethe blieb nicht schuldig, er konnte fürchterlich trinken. Goethe ist mir sympathisch. 1810, eine Reise von Karlsbad über Altenburg, Gera und so weiter. Übernachtung im Goldenen Baum. Goldener Baum stimmt nicht, entweder es ist der grüne Baum oder der goldene Ring. Das ist ein grüner Baum. Teilweise, also ist ja auch nicht weiter schlimm. Berichtet wird zu der Zeit ja von einigen Kneipen. Und das Goldene Ross am Markte war quasi Nummer 1 in der Listung von Johann Christoph Klotz, Beschreibung von Gera 1816, also zur Goethezeit geschrieben. Aber man könnte die Frage aufwerfen, war Goethe wirklich in der Stadt Gera, in der ummauerten Stadt? Weil der grüne Baum war ja Vorstadt. Ob er wirklich drin war und den Simson gesehen hat, weiß man nicht. Ne? Und wenn er übernachtet hat, dann hier in der Vorstadt, hier, wo ja auch eine Poststelle war. Ja. Der goldene Ross am Markte, dann die goldene Sonne vor dem Badertore, dann der grüne Baum im goldenen Ringe, so wurde er damals genannt, das war ja der goldene Ring, und dann hat der grüne Baum das übernommen und hat dann nach seinem Namen die Gaststätte umbenannt. Der grüne Baum im goldenen Ringe, welcher sehr groß, schön und weitläufig gebaut ist, im Innern sehr schön eingerichtet und viele Zimmer, einen großen Saal, in welchem gewöhnlich Konzerte abgehalten werden und so weiter. Und ein eigenes Brauhaus. Und dann noch ein paar andere nicht so wichtige Gaststätten. So, 1813 reist er wieder zur Kur und von Teplitz dann zurück. Das war wieder 1813, da war Napoleon Rückzug, und die sind wieder verreist, die Herrschaften, und als dann das Gröbste vorbei war, sind sie wieder zurückgefahren. So, da ist er in Gera. Abends um 7:15 Uhr angekommen, hat wieder im grünen Baum übernachtet und hat sich beschwert wegen der Nähe einer Schneidemühle. War ja keine Schneidemühle, war Mühle, man weiß das. Aber das war ihm nicht so wichtig. Jedenfalls fühlte er sich in seiner Nachtruhe gestört. Das passierte öfter, wenn man sich mit Goethe beschäftigt. Der war scheinbar sehr empfindlich, was so Lärm betraf, insbesondere bei Nacht, wenn er seine Ruhe haben wollte. Da hat er sich auch mal andernorts über eine Kegelbahn beschwert und solche Geschichten. Ist nicht weiter schlimm. So, 1713, also der letzte Kontakt Goethes in Gera. 1813. So, spannender ist, wo noch niemand nachgeforscht hat, dass, ja, kennt er, seine Frau, die Christiane, auch mal längere Zeit in Gera war. Er schrieb an sie von Jena aus 1809, ich bin es sehr wohl zufrieden, dass du dir eine vergnügliche Reise nach Gera machst. Was sie ist mit einer Freundin hier gewesen, mit Caroline Ulrich, was sie hier getrieben haben, keine Ahnung. Ich kenne nur diese Briefstelle und Interpretation, ich habe noch nicht selber viel geforscht, wie sie sehen. Ja. Und 1825 notiert er, dass sein Sohn in Gera war. Mein Sohn kam zurück und gab Nachricht von seiner Expedition nach Jena und Gera. Was August hier, wie lange er und womit er sich, keine Ahnung. Nur, dass er mal in Gera war. Mehr weiß ich nicht. Aber, wie ich schon mal sagte, es gibt mehr zu forschen, als dass wir wissen. Wenn man den einzelnen Informationen mal nachgeht und versucht zu eruieren. Wo haben die übernachtet, was haben die hier gemacht und so weiter. Aber auch an anderen Stellen. Ne? Die Reise war öde, sprach Goethe, angekommen auf dem Mars, das war's. Ja, da wird nicht nur die Reise öde sein. Auch andere Leute haben öfter Gera besucht und darüber berichtet. Und ich möchte jetzt darüber berichten, welche Kontakte zu Gera Bürgern er hatte. Und da ist in den letzten Jahren in Weimar im Archiv viel gemacht worden. Man arbeitet auf, was alles
Also jeden kleinen Schnipsel, ähnlich wie bei der Leibniz-Gesamtausgabe. Ne? Jeder Tintenklecks wird archiviert und registriert und so weiter. Und beim Goethe macht man das ähnlich. Und da tauchen dann auch immer mehr Beziehungen auf oder Querverbindungen, Namen und so weiter, von denen man sich früher nicht viel hat träumen lassen. Die gehe ich einfach mal systematisch durch. Bei einigen weiß ich fast nichts, bei anderen weiß ich ein bisschen mehr. Wo ich nichts weiß, nicht mal ein Bild habe, habe ich Briefmarken reingeknallt. Für die Philatelisten unter ihnen. 1949 herausgegeben. Großes Goethejahr. Also es muss ein Riesenschwall gewesen sein, ne, um nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wieder deutsche Identität, Humanismus, Friedensliebe und so weiter, um das mit zu verarbeiten, hat man sich viel auf den Goethe gestützt. 1949 war ja 200. Geburtstag und so weiter. So, der Bär war hier in Gera, Theologe, Prediger, Archidiakon, Aufseher des Gymnasiums und so weiter. Wird erwähnt in Briefen, in einem Brief. Aber worum es geht, weiß ich nicht. Weiß ich auch bei vielen anderen nicht. Der nächste Bär, Johann Christoph, da weiß man nicht mal, wann er geboren und gestorben ist. Er ist im 1819 erwähnt worden. Das ist der Bauer im Bolitz, auf dessen Acker der Meteorit gefallen ist. Daher ist bei Goethe dieser Name mit drin. Interessanter ist die Frau Dieskau, Caroline Antoinette Eleonore, die haben damals also mehrfach Namen gehabt und trotzdem ist das ganz kompliziert. Die ist hier in Gera geboren. Die Mutter war Johanna Dorothea Sidonie von Dieskau, geboren von Hardenberg. Das ist die Tante von Novalis. Und das ist dann wieder spannend. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, der Novalis hat ja diese geologische Exkursion hier um Gera um 1800 rum gemacht. Und da steht dann mitten im Text, bla bla bla, wir haben dies, das, jenes Dorf. Und am nächsten Tag gingen wir weiter. Wo war er über Nacht? Wahrscheinlich bei seiner Tante. Aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Vielleicht fällt Ihnen jemand was ein, wie man da hinterherkommen kann. So. Der Herr Pflanz, oder die Beziehung zum Herrn Pflanz, ne, Pflanzstraße, das ist bekannt. Kaufhandelsmann in Gera, ne, in Karlsbad ist er mit Goethe zusammengetroffen und man hat einige Gespräche geführt. Und über die Vermittlung von Pflanz ist Goethe mit Dr. Jani bekannt geworden, der von der Gerschen Schaumerde gesprochen hat und so weiter. Das ist bekannt. Da haben unsere Gärer Heimatforscher schon fleißig dran gearbeitet. Deshalb, ich denke, ich brauche da nicht ins Einzelne zu gehen und die Zitate zu bringen. So, Friederizi habe ich schon erwähnt. Heinsius, der ist auch hier uns Gera bekannt als Buchhändler, Verleger und 1810 hat er sich in Gera niedergelassen, er kam ja von Leipzig und hat dann mit Goethe Kontakt aufgenommen bezüglich der Versteigerung der Köstritzer-Inventars von den Preußen dort, die völlig überschuldet da sich von ihren Sammlungen trennen mussten. Wenn nachher Zeit ist, lese ich da mal einen hübschen Brief vor, der beschreibt, wie Goethe solche Sachen ran ist. Jedenfalls hat der Heinsius dem Goethe den Katalog geschickt, wo aufgelistet ist, was da alles zur Versteigerung ansteht, an Kupfern, an Öl, an Elfenbeinschnitzereien und pipapo alles und so weiter. Und ob der Herr Goethe da was Interesse hätte, da hätte der Heinsius gern für den Herrn Goethe die Geschäfte getätigt, gegen ein geringes Entgelt, was weiß ich. So, der Herr Hilpert wird erwähnt, als der ist Pferdegutsbesitzer in Politz bei Gera, also auch im Zusammenhang mit dem Meteorstein. Und der Jani, den habe ich eben schon angesprochen, der ist mit Goethe zusammengetroffen in
während der Kur. Und dort hat er über die Schaumerde gesprochen und ihr Vorkommen bei Rubitz. Und da Goethe ja geologisch interessiert war, hat er sich mit dem Jani darüber unterhalten und hat dann auch die Zusage gekriegt, dass er mehrere Probestücke zugesendet bekommt und so weiter. Und so finden wir beim Goethe in der Mineralsammlung des Öfteren den Namen Gera. Inzwischen ist es schon ausgezählt, über 100 Mal. Aber nicht nur die Schaumerde, auch andere hübsche Stücke. So. Wieder ein völlig Unbekannter. Warum ein Herr Kleeberg einen Brief an ihn schreibt, ist mir unbekannt, weil ich den Brief noch nicht gelesen habe. Herr Kleeberg war Organist in Gera und auch Komponist. Von dem Herrn Kraft habe ich auch kein Bild, aber das scheint die schillerndste Persönlichkeit zu sein, mit der Goethe in Kontakt stand in Bezug auf Gera. Der Herr Kraft ist nämlich, das ist ein Pseudonym, in Wahrheit soll er wohl Feist heißen, aber ist noch mit einem Fragezeichen versehen. Und der ist 1778 nach Gera gekommen, wahrscheinlich aus dem Preußischen und hat sich dort vor was gedrückt. Vielleicht schräge Sachen gemacht. Und hat von Gera aus hier sich an den Herrn Goethe gewandt und um Hilfe gebeten. Und Goethe, anfangs reserviert, schloss sein Herz dann aber auf und hat sich von Kraft erbeten, dass der seine Biografie mal aufschreibt, seine Erlebnisse und so weiter, die er wohl angedeutet hat in den Briefen. Die sind in Kontakt gekommen, der Kraft hat 200 Taler jährlich oder dann ein bisschen mehr gekriegt, ist nach Ilmenau geschickt worden, sozusagen als der Bergbau dort wieder in Gang gebracht werden sollte, sozusagen ein bisschen, manche sagen als Spitzel oder auch dann nach Jena als Spitzel, um die Studentenschaft mal ein bisschen zu beobachten und so weiter. Jedenfalls wird gesagt, dass in Lotteriegeschäften hier wohl nichts zu machen sei in der hiesigen Gegend. Vielleicht hat der Kraft da mit Lotteriegeschäften früher zu tun gehabt und die Goethe-Gesellschaft hat diesem Herrn Kraft ein Referat gewidmet, als das Treffen der Goethe-Gesellschaftsmitglieder hier war. Ich habe mir von Herrn Kenter das erbeten und leider sind dort die Zitate nicht angegeben, sondern nur der Text. Aber es macht nicht, die Zitate habe ich auch. Der Kraft interessiert mich auch ein bisschen. Da will die Goethe-Gesellschaft jetzt weiter nachforschen, ob da was rauszufinden ist. Jetzt ist ja vieles schon erschlossen, was vor 30, 40 Jahren noch ruhte in den Archivakten. Und vielleicht kommt da noch eine ganz seltsame Story raus. Jedenfalls, als der Kraft dann gestorben ist, 1785, ist Goethe bei Nacht und Nebel von Weimar nach Jena geritten, hat alle Unterlagen, alles zusammengesucht und weggeschafft, sodass nichts da war, um den Kraft zu identifizieren bzw. die Verbindung zu Goethe herzustellen. Das ist erst alles später hochgekommen, als man beim Briefwechsel Ideen und so weiter dann gefragt hat, wer ist denn dieser Kraft, was ist das für eine ominöse Persönlichkeit? Ja. Und ja, nun versucht man da weiterzukommen. Mal sehen, was sich da ergibt. Ich bin ganz gespannt. Also, Kraft, faszinierende Verbindung. Krippendorf, keine Ahnung, Student in Jena gewesen, Sohn des Rentmeisters Johann Wilhelm Christoph Krippendorf in Gera. Also hat in Jena einen Studenten kennengelernt, der aus Gera kommt. Und das wird dann erwähnt irgendwo. Der Lanken, auch eine Persönlichkeit, die viel gereist ist, etwa 1802 in Gera gewesen und ist aber dann nach Berlin und nach Rügen hoch und so weiter, ist ein Briefschreiber, also Briefwechsel mit Goethe. Den Herrn Laspe, den kennen wir wieder ein bisschen genauer. Das ist wieder Tabak, Laspe und Co. Sagt jemand was, brauche ich nicht weiter erzählen. Herr Knoll kennt sich aus. So.
Der Herr Laskel hat auch naturforscherisch gearbeitet, hat eine Arbeit geschrieben über die Orographie des Elzertals, also geologische, eine geologische Arbeit über die Gebirgsbildung in der Region hier. Ne? Und auch den Meteoriten hat er beschrieben und davon hat er auch ein Stück besessen, das macht ihn ja zu einer interessanten Persönlichkeit und so weiter. Und wegen seiner mineralogischen Verdienste ist er mit in die mineralogische Gesellschaft aufgenommen worden, die Goethe in Jena ja gegründet hat. Zusammen mit Rhein. Ja, hier ist mal wenigstens ein Bild von ihm. Ne? Und das Bild wahrscheinlich existiert auch nur, wie Sie an der Unterschrift sehen, wegen des Goethe-Bezugs. So. Lenz, Kaufmann in Gera, war hier Schüler und später ein bisschen zum Rektor. Und war lange Zeit vorher am Weimarer Gymnasium und damit Goethes Mitbürger und mit ihm persönlich bekannt und hat in das Stammbuch von Goethes Sohn eingetragen: Mach deinen Raupenstand und deinen Tropfen Zeit, denn nicht zu deinem Zweck, den nicht zu deinem Zweck, den nicht zur Ewigkeit. Unter herzlichen Wünschen schrieb ihr Lehrer und Freund Christian Ludwig Lenz, Direktor des Gymnasiums, damals Weimar. So. Ein Herr Liebig wird erwähnt, der war Jurist hier in Gera, Amtsadvokat oder sowas, also in der städtischen Verwaltung tätig. Der Herr Meier, also meistens wird er mit J geschrieben, Georg Gottlob Friedrich, ein Exot. Er hat verschiedene Sachen getrieben, war Orientalist und Kulturhistoriker und so weiter. 1795 Gehilfe an der Jenaer Universitätsbibliothek, dann 1798 nach Weimar gekommen und ist dort 1804 Erzieher des Erbprinzen als Erzieher des Erbprinzen Heinrich den 62. von Reuß-Schleiz geworden. Der Meier, im Volksmund in Jena, in Weimar der dicke Meier genannt, machte dadurch Furore, dass er nordische Sagen erzählte und damit dazu beitrug, uns unter dem düsteren Himmel wohlbehaglich zu erhalten. Also nachts, wenn es draußen schneit und das knistert das Lagerfeuer, dann erzählt er die nordischen Sagen von der Gönnefeier und Thor und sowas alles. Ne? Und was, keine Ahnung. Aber der Meier ist aufgefallen. So viel, dass er einen Spitznamen kriegte. So, Meurer und Baumann, dadurch bekannt, dass sie für Goethe mehrmals Transporte, Mineralsammlungen und Ähnliches gemacht haben. Sonst keine Ahnung. Hast du eine Jahresangabe? Ja, zur Goethezeit. Das ist ja. Am 10.11.1822 schreibt Goethe: Nebenstehende Expeditionen. Herrn Geheimkamerad Frege, die Katalogen zurücksenden nach Leipzig. Herrn Meurer und Baumann, eingeschlossen an Fickenscher, nach Gera. Also 1822 haben die existiert. Das wusste ich doch, dass sie das wissen. Also da waren sie, kommen noch andere Stellen, in Transportgeschäften für Herrn Goethe tätig. So, eine Person, die heißt nur nicht ermittelt, wird erwähnt, dass sie im Oktober, Ende Oktober 1819 hier in Gera sich rumtrieben. Wer, weiß man nicht. So, irgendwer brachte einen Herrn Raspe ins Spiel. Der ist in der Liste, nur damit ich ihn nicht vergesse. So, über Rhein habe ich ja schon einiges gesagt, dass er hier am Gymnasium Gera tätig war und dessen Direktor wurde und mit Goethe in Verbindung stand und Mitglied auch der Mineralogischen Gesellschaft in Gera, in Jena wurde. Über Rhein kann man einiges finden, da ein Direktor des Goethe-Gymnasiums Gymnasium Mutaneum war, in den entsprechenden alten Unterlagen, wer da nachgraben will.
ein Herr Rothe, ich hoffe, nee, ich glaube noch nicht, mal sehen. Ein Herr Rothe ist Bauer in Politz, also ist alles klar. Ne? In Verbindung mit dem Bauernhof. Das ist spannend, der Herr Schwertgeburt hat Goethes letztes Bild, also das letzte Bild gemalt. In Schwarz-Weiß, das ist die Gesamtansicht und links, das ist eine Studie. Der Goethe wollte sich nicht mehr malen lassen und der Schwertgeburt hat aus dem Gedächtnis mehrere Skizzen gemacht und so weiter und hatte Goethe vorgelegt. Goethe hat das abgenickt, jawohl, die Darstellung seiner Person akzeptiert er so, wie sie sind und deshalb durfte der Schwertgeburt das Vollölbild malen. So, was verbindet den mit Gera? Er ist kein gebürtiger Gera, aber er war 14 Jahre lang hier tätig. Als Kupferstecher, Maler und ähnliches. Streckfuß. Ich habe jetzt Steckfuß mal einen Druckfehler gelesen und mich gewundert, dass ich da nichts Ordentliches finde. Der Streckfuß soll, also er lebte hier in Berlin, in Gera, starb hier 1779 und soll ihn angeregt haben zu einigen Passagen im Faust 2. Das kann nicht sein. Also geboren 1779. Nicht gestorben. Ja, geboren 1779. Also die sterben wie die Fliegen bei mir hier, ne? So, der Steinbeck war Redakteur in Gera hier. Ist das die Steinbeckstraße? Herr Thienemann war Jurist. Zuletzt Hofrat in Gera. Die kommen alle in irgendwelchen Briefen vor, die man, also das sind alles, das meiste davon sind Briefe, die in der Sophienausgabe zum Beispiel, ne, oder in der Goethe-Gesamtausgabe nicht vorkommen, die im Archiv dann noch irgendwie rumgekullert sind und die man erst so in den letzten 10, 15 Jahren alle systematisch zumindest erfasst hat mit Inhaltsangabe und so weiter. Und dadurch weiß ich die meisten, weil man kann übers Internet, wenn man Glück hat, bis rein in dieses ganze Register und das Rumwuseln da drin. Freiherr Vinzenz von Wiese. Georg Walter Vinzenz, seit 1769 von. Ist ja auch so eine interessante Persönlichkeit für Gera. Kommt auch nur einmal vor, irgendwo erwähnt. Obwohl, hier könnte ich mir auch vorstellen, dass der Goethe da mehr drin ist. Der von Wiese, ich habe es ja mal irgendwo aufgeschrieben, der ist ja der, der die Reußen gerettet hat vor der Auflösung beim Wiener Kongress. Als 1815, 16 da über die Neuordnung Europas verhandelt wurde, unter Metternich und Co., ne, da standen ja auch diese vielen Kleinstaaten zur Disposition. Und der Operette, man tanzte da dort vor allen Dingen. Die Tanzabende waren damals politische Ereignisse, weil da konnte man Kontakte knüpfen, Gespräche führen und so weiter. Ne, der Kongress tanzt war also nicht nur Lustium, aber nur ganz kurz, ne? Es war ja, Frankreich war da, Österreich, Russland, Großbritannien und die vier wollten unter sich ausmachen, was aus Europa wird und so weiter. Ne? Und das stand im Raum, die vielen Kleinstaaten, Preußen waren noch mit dabei. Ach ja, Preußen. Ne? Und die vielen Kleinstaaten da irgendwie den anderen mit zuzuschlagen, um die Sache überschaubarer zu machen, die Machtverhältnisse und so weiter. Und der Herr von Wiese als Vertreter der russischen älteren und jüngeren Linie dorthin geschickt. Ein paar Russen waren auch da, aber die haben nur getanzt und gebechert, scheint es. Der Herr von Wiese, der hat es geschafft, die vielen Kleinstaaten unter einen Hut zu bringen, damit sie mit gemeinsamer Stimme auftraten gegen die Großen und so sich durchsetzen konnten. Und quasi hat so der Herr von Wiese Reuß gerettet damals. Sonst wären sie 1815, 16 Mups gewesen. Sollte man ihm hoch anrechnen. Also er hat ja noch mehr gute Sachen für die Stadt gemacht. Der Herr Wolf
Seine Frau kommt auch gleich, Schauspieler in der Gesellschaft von Samuel Maddox, die auch hier in Gera aufgetreten sind. Und Goethe hat da bestimmt keine Veranstaltung von denen hier besucht. Aber die sind ja umgezogen. Damals gab es ja keine Festen am Sammel, sondern die am Sammel sind ja umgezogen und waren mal hier, mal da. Und vielleicht waren sie auch mal in Weimar oder woanders, wo Goethe sie dann gesehen hat. Und dadurch ist auch die Frau Wolf, die Franziska, mit erwähnt worden, weil sie ja den Herrn Maddox geheiratet hat. Nee, sie war in der Gesellschaft mit drin. Sie hat nicht den Maddox geheiratet. Ja, Franz Xaver Wolf. Den da vorher kenne. Ein Zanger ist auch Fuhrmann in Gera, über den weiß ich keine Jahreszahl, nur dass er erwähnt wurde. So, das sind alle Personen, die bisher von mir aufgefundenen Personen Gera oder mit Gera Bezug, zu denen Goethe mehr oder weniger intensiven Kontakt hatte. Es kommen jetzt noch einige Personen, die ja bei Goethe ist nicht erwähnt werden. Gern wird Färber Moritz mit hinzugezogen, weil der ja auch mal Leiter der Mineralogischen Gesellschaft zu Jena war und selbst eine umfangreiche mineralogische Sammlung hatte, ganz aktiv war und so weiter. So. La Fata kennen wir aus dem berühmten Zitat, was tust du für Gera, du Treiber? Auch der Titel der Goethe-Broschüre, die voriges Jahr von der Goethe-Gesellschaft hier herausgegeben worden ist. Das hat mit Gera also nichts weiter zu tun, außer dass es Ende 1780 ist. Gera hatte einen großen Stadtplan und Goethe war mit La Fata seit seiner Jugendzeit befreundet. La Fata. Ich werde es versuchen, mir zu merken. Und da haben die sich über die verschiedenen, der La-Vater war dann in der Schweiz und im theologischen Bereich tätig, aber die beiden, Goethe und La-Vater, haben korrespondiert und so weiter. Nach dem großen Brand hat Goethe dem La-Vater einen Brief geschrieben. Alles mal nach dem ABC, so wie, Leute, wir machen Schlafstriche und arbeiten die Fakten schnell durch, du weißt schon, worum es geht. Und da steht dann, ne, was tust du für Gera, du Treiber? Wahrscheinlich mit dem Bezug auf den großen Brand, der erst einige Monate zurücklag. Keine Antwort bekannt, aber auch aus der Schweiz sind große Geldmengen hier in Gera eingetroffen. So, und wenn wir ein bisschen weiter gucken nach Köstritz, dort haben wir einen Karl-Georg Ludwig Schottin. Auf Köstritz komme ich nochmal zu sprechen. Da ist fast mehr los gewesen als in Gera, was Goethe interessierte. Der Schottin war Arzt und Naturforscher und bei Köstritz hat man alte Knochen entdeckt und alte Bronzestücke aus der Vorzeit und so weiter alles. Und Gips und was nicht alles, Lager, und das hat Goethe alles wieder interessiert. Und es stand ja in Köstritz, ich erzähle jetzt schon, was ich nachher nochmal erzähle, es stand in Köstritz ja auch ein Schloss von den Reußen, diese Köstritzer Linie, die ja von den Kreizern mal abzweigte, weil nicht erbberechtigter Sohn da mal geboren wurde, der aber auch reich ausgestattet wurde und so weiter. Und die Köstritzer Linie ist ja quasi die einzige, die jetzt noch von den Reußen da ist. Die jüngere Linie ist ausgestorben, die ältere Linie ist ausgestorben, so ungefähr. Die Köstritzer Linie lebt noch. So, aber der Schottin, der hat von Köstritz auch Kontakt zu Goethe dann gehabt. Ja, da gibt es den Briefwechsel und so weiter. Goethe wollte den Mittelorgan haben und der Schottin hat ihn geschrieben, der soll in die Schulbibliothek hier einverleibt werden, aber da hatten schon einige Leute schon ein Stück abgekloppt und so weiter. Und dann könnte man ja Geld draus machen. So. Ein Martin Gottlieb Klauer
Das ist ein Bildhauer, der auch hier in Gera tätig war und der die erste Goethe-Büste geschaffen hat. Auf den Herrn Poppe komme ich nochmal zu sprechen, wenn wir über die Schaumerde sprechen, auch Terra Hoppeana, also hoppische Erde, genannt nach diesem Herrn Hoppe, der hier Apotheker war. Vielleicht unter Geologen der berühmteste Gersche, weil nach ihm ist was benannt. So, ein offenes Kapitel, Goethe und die Reußen. Wir brauchen uns als Gersche nicht groß zu kümmern, es geht um die, im Wesentlichen um die ältere Linie. Dass sie mit der jüngeren Linie hier zu tun hat, keine Ahnung. Also er hat den Heinrich den 62, 63 nur was, hat er in Karlsbad kennengelernt. Das ist von Greiz, also von älterer Linie und so weiter. Und dann hat er, ich habe mir die Nummer nicht mit aufgeschrieben, von Lobenstein-Ebersdorf, von Heinrich, von Lobenstein-Sölwitz und von Schleiz-Köstritz. Mit den Heinrichen, mit Heinrichen aus den, diesen Linien hatte er zu tun gehabt. Man könnte also mal nachgucken, ne, ob er da mit den Reußen was zu tun hat. Ich muss mich beeilen. Kommen wir zur Stadtgeschichte. Also Personen, es gibt viele und bei den meisten von den vielen wissen wir gar nicht, außer dass es sie gegeben hat. Es gibt drei große Ereignisse, wenn man so will, die hier in Gera und Umgebung was zu tun haben. Ich will jetzt nicht die Geschichte des großen Brandes erzählen. Hier kommt das Lavater-Zitat zum Tragen. Und nach dem, was ich erzählt habe, war Goethe ja vorher mal da und hat vielleicht das Panorama mal gesehen. Und er war auch nachher öfter da. Zum Brand selber war er, man weiß es nicht. Es gibt die Fama. Er sei auch mal hier gewesen und hätte geguckt, wie so eine Schutzstätte aussieht oder sowas. Nicht belegbar. Kann sein. Ja. Er soll eine Kollekte veranlasst haben. Hinweis, der Brief an Lavater. Ich hab's nicht gelernt, Mensch. Ja, ich war in Zürich und habe das auch so ausgesprochen, da bin ich dreimal belehrt worden, dachte ich, jetzt merkst du es dir aber. So, ob er auch weitere Kollekten mit angestoßen hat, ob in seiner Heimatstadt Frankfurt oder im Weimarischen und so weiter. Einige behaupten ja sogar, er hätte die Kollektenkasse verwaltet. Ich weiß es nicht. Es gibt viele Geschichten. So. Also außer dem Brief, den ich nun mehrmals zitiert habe, weiß man es nicht. Die nächste Unsicherheit, die Dichtung Hermann und Dorothea, wird ja gern mit Gera in Verbindung gebracht. Die Geschichte, dass die Salzburger Immigranten aus Glaubensgründen da weggezogen sind und so weiter, Goethe hat den Stoff aufgegriffen, deshalb kam die Story so gut an, weil es hier um Flüchtlinge ging und so weiter. Und wie man mit Menschen, die aus Glaubensgründen verfolgt werden, wie man damit umgeht. Also auch heute wieder ein ganz spannendes Thema, dessen man sich wieder annehmen könnte, wie die damals hier in Gera beispielsweise begrüßt worden sind. Es gibt da einen Bericht drüber, eine Flugschrift, das liebtätige Gera gegen die salzburgischen Immigranten und so weiter, hat Superintendent Arenarius geschrieben, der war dabei, der war vor Ort. Ja, und hat dann abends aufgeschrieben und was da alles. Und in dieser Flugschrift, wo über diese Immigranten und so weiter berichtet wird, da kommt diese Story drin vor, dass da ein junges Mädchen mit in den Zug kommt und ein gärscher Bürgersohn sieht die und verliebt sich knall über Kopf und macht ihr den Hof und so weiter und erzählt dann seinen Eltern, die oder keine, wie das so ist manchmal und die sind Eltern mit Vorsicht her, stellen Nachforschung an und sie erfahren, dass sie ein wohlerzogenes Mädchen ist, gut bürgerlich und dass sie sogar eine Mitgift von 200 Gulden oder sowas da noch, also eine gute Partie ist. Daraufhin heiraten die beiden hier. Ne? Und diese Liebesgeschichte, die findet sich beim Arenarius
und dann mehrfach abgekupfert bei anderen. Und Avenarius ist Gera. Also wird gesagt, Herr Notodea, Hauptsujet Gera. Weil diese Geschichte aus Gera kommt, von dem Avenarius. Ob sich das wirklich so zugetragen hat hier in Gera, weiß man nicht. Ich weiß nicht, es gibt ja, leider ist ja vieles verbrannt, keine Kirchenakten mehr, wo man nachgucken kann, wer hat wen geheiratet und wer hat da jemand eine Ausländerin geheiratet. So, jedenfalls, Goethe hat mehrere solche Flugblätter und solche Sachen gelesen zu den Salzburger Emigranten und dieses Sujet mit dem Liebespaar, das ist Gera. Was kann man vielleicht noch finden? Man kann natürlich den Text lesen. Wenn man das nicht gewöhnt ist, solchen in Reimen gefassten Text zu lesen, dann muss man langsam und mit Geduld und so weiter. Ne? Einige Stellen, wo andere meinen, es könnte auch Gera sein. Ja, 20 Jahre sind es nun. Heiß war und trocken die Zeit, wenig Wasser im Orte. Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief, eilig die Straßen hindurch, erzeugend sich selber den Zugwind. Und es brannten die Scheunen der reich gesammelten Ernte und es brannten die Straßen bis zu dem Markt. Gera. Passt ungefähr. Passt auf jeden dritten Großbrand in einer Stadt dieser Zeit. Ja. Und dann heißt es weiter, endlich hatte ich im Sinn, mich auch zu putzen wie jene Handelsbübchen. Also eine Handelsstadt muss es gewesen sein. Gera, wie jede dritte andere Stadt. Und lebhaft wurden die Gassen, denn wohl war bevölkert das Städtchen, mancher Fabriken befliss man sich da und manches Gewerbes. Industriestadt, also frühe industrielle Revolution damals. Passt. Passt auf jede dritte Stadt. Ja. Was sagt Goethe selbst dazu? In Hermann und Dorothea habe ich, was das Material betrifft, den Deutschen ihren Willen getan und nun sind sie äußerst zufrieden. Er hat nämlich zu den politischen Ereignissen damals Stellung genommen. Und da wollen Sie wissen, welche Stadt am Rhein bei meinem Hermann und Dorothea gemeint sei. Als ob es nicht besser wäre, sich jede beliebige zu denken. Man will Wahrheit, man will Wirklichkeit und verdirbt dadurch die Poesie, sagt dazu Eckermann. Es gibt mehrere Städte, die meinen, achso, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Es gibt in Auerbach im Vogtland eine alte Kneipe. Hier entstand Hermann und Dorothea. Andere bringen Pößneck ins Spiel, um nur hier in der Region zu bleiben. Ne? Das im Rheinischen vermutet wird, kommt daher, weil Goethe in seiner Jugendzeit sich am Rhein und in der Gegend da hinten mehrfach rumgetrieben hat und die Gegend also kennt. Man kann es hin und her drehen. Es soll hier im Goldenen Ross eine Tafel mal angebracht gewesen sein, dass Goethe 1796 hier Hermann Dorothea gedichtet hätte. Das ist ein Werbegag des Goldenen Rosses, weil zu der Zeit war Goethe nicht mal in der Gegend. Das nächste dran war Weimar oder Leipzig. Aber man kann es ja schreiben. So, zur Post. Das sind, so sahen die Hauptstraßen über Land damals aus. Nur damit wir uns mal eine Vorstellung machen. Also nicht die Frau da, ich meine, die Feld- und Waldwege. Ungepflastert, einfach so. Bei Regen war es Schlamm und wenn es trocken war, war es feiner Sand. Und da musste man sehen, wie man hinkam. Und da begegnet uns Gera bei Goethe in einer ganz eigenen Art. So sah damals ein Navi aus. Ne? Hier sind schon Straßen drauf zu sehen. Nachher kommt noch was mit ohne Straßen. Aber so mussten die Postkutscher damals wissen, wo sie langfahren. Ne? Wenn jemand neu eine Strecke kriegt, dann muss er erstmal zwei, dreimal mitfahren mit dem alten Erfahrenen, um zu wissen, wo muss man lang und wo muss man abbiegen und so weiter. Und da hatte, worum ging's? Ja,
Kursachsen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Gotha und Reuß hatten eine Postverbindung zwischen Altenburg und Jena festgelegt, über Gera, Mörsdorf und so weiter. Also eine Route, die offiziell zu befahren war durch die Postkutschen. Und nun wollte Sachsen-Gotha noch eine Direktverbindung Jena-Gera haben. Und darüber musste das Ministerium in Weimar nun beraten, weil das ja ihre Interessen und ihr Gebiet mit tangierte. Und man beriet und man wog ab und so weiter und beschloss, erstmal alles beim Alten bleiben zu lassen. Also nichts Neues. Alles ist gut. Da, als ich mir das zusammengesucht hatte, neuere politische Entwicklungen und damit verbunden auch Veränderungen und so weiter, das hat Goethe nur selten gemocht. Vielleicht hat er da an seinen Faust 2 gedacht, das kann mich nicht zufriedenstellen, man freut sich, dass das Volk sich mehrt, nach seiner Art behaglich nährt, sogar sich bildet, sich belehrt und man erzieht sich nur Rebellen. Während die heutige Jugend denkt, ist selber dann schuld. Diese Sprüche gab es schon vor 1000 oder 2000 Jahren. Ja, also auch das Goethes Ministereigenschaft brachte ihn mit Gera in Kontakt. So, schauen wir jetzt aber, hier, das ist die Landkarte, das Navi ohne Straßen. Ne? Man findet sich mal durch. Ah. Alte Landkartenfetzen. Da gibt es Orte, die kennen keiner und dafür sind andere nicht mehr da. Die doch erwartet werden und so weiter. Unterm Haus liegt unter Osterstein, ne? Südlich von Gera. Aber man frug sich dann durch oder sowas. Ne? So, kommen wir zur Gerschen Schaumerde nochmal, wenn ich über Geologisches spreche. Hier gibt es viele Artikel und einige Ausarbeitungen. Ich denke, dieser Abschnitt, wer sich für die Schaumerde interessiert, ist gut erforscht. Man hat das alles richtig schön und wie Sie sehen, in älteren geologischen Büchern wird das dann auch aufgezählt bei den Synonymen. Ne? Die Schaumerde oder zerreibliche Afrit, Carsten sagt gerasche Erde oder hoppische Erde, ne? Calcareus terrosus, nitidus, terra hoppiana, ne? Hoppische Erde auf Lateinisch und so weiter, ja. Ne? Oder Gersche Erde. Das ist, wie Gera oder der Herr Hoppe in die geologische Literatur quasi eingegangen sind. Ronneburg ist da öfter drin, weil manche Mineralien da ausgegraben worden sind. Eine heißt, der direkt Ronneburg gibt und sowas. Ja, die Schaumerde ist was Besonderes. Das ist ja quasi auch nur Kalkstein, aber ausgelöst aus dem Zechstein beispielsweise durch Wasser und dann wieder neu irgendwo sich angesammelt und teilweise kristallisiert wieder. Aber eben weich, zerreiblich so, und wenn man schöne helle Stücke findet, das sind weißlich, gelblich, manchmal ins Bräunliche gehen, wenn man schöne helle Stücke findet, dann kann man das als Kalkfarbe nehmen. Und so sind sie auf die Erde aufmerksam geworden, weil irgendein Mensch seinen Schweinestall damit geweißert hat, mit diesem gefundenen. Ist doch schön. Und das ist auch sehr intensiv aufgearbeitet. Kennen Sie dieses Bild? Ja, ich kenne das. Wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, als es um Bilder und Ähnliches ging. Das ist die Autorin von dem Bild, wo hier Stadtmuseum steht. Kennen Sie das Bild mit dem Meteor und der Brille? Ich sage, ja, das ist von mir. Also der Meteorfall und die Geschehnisse drumherum, der Briefwechsel drumherum, Goethe und alle anderen, Jani und Co. und so weiter, hatte ich schon erwähnt, ne, ist, denke ich, gut erforscht. Das kann man in den verschiedenen Artikeln nachlesen. Also der Bernd Böhmer hat sich wegen der Schaumerde und den Meteoriten da, er hat sogar dieses Bild gemalt, damit man das heute noch findet.
Ja? Hier unten, das ist die Straße nach Lamberg, also wenn wir von Lamberg nach Köstritz fahren, und dann fährt die ja so einen Bogen, ne? Und da hinten, ist das ein bisschen begradigt jetzt, der Bogen ist nicht mehr da, aber das ist der Bogen, wo es nach Köstritz geht, oder anders, in der, kurz vor der Bahnlinie, die heute da ist, ist ja der Abzweig nach Politz. Hm. Ne? Und kurz davor, bevor die Straße da diese Linkskurve macht, rechts hoch auf den Hügel, lohnt sich nicht dahin zu gehen, ist nicht mehr zu sehen. So, weniger bekannt ist, aber auch gut erforscht, dass Goethe sich auch interessiert hat, was der Herr Glenk hier getrieben hat. Der hat hier in der Gegend nach Salz gebohrt und das ist die Saline Heinrichshall, das ist heute Chemiewerk Bad Kostritz. Dort hat man tatsächlich Salzsohle gefunden, die so gut war, dass es gleich verwendet werden konnte. Also wenig Verunreinigungen hatte und so weiter. Auch das hat Goethe verfolgt, er ist durch die Leipziger Zeitung darauf aufmerksam geworden, dass hier gebohrt wird und hat sich dann informiert und so weiter. Und wer bei Goethe mal liest hier, da gibt es so ein Grußgedicht von der Stotternheimer Saline und so weiter. Das ist in Verbindung mit dem hier auch zu sehen. Der Glenk war berühmt zu seiner Zeit, dem hat man auch vertraut, hier was zu finden, und der hat auch gefunden. Also er hat mehrere Bohrungen gemacht, nicht alle waren erfolgreich, aber die waren gut, die er der Gegend da in der Ecke gemacht hatte. Und ja. Es gibt noch einige Kleinigkeiten, wie ich schon angedeutet habe. Gipslager bei Köstritz und Leiner da oben, und von Köstritz nach Kossen fährt, Abzweig Leiner, und da ist das, wo der Gips abgebaut damals, hat natürlich auch wieder Goethes Interesse geweckt und so weiter, hat er mit Dr. Schattin geschrieben. Ne? Im Katalog der Goethe-Sammlung sind 80 Stücke mit Titel von Köstritz oder von Köstritz bei Gera und so weiter. Also dort hat er mehr, sehr viel gefunden oder zugeschickt bekommen und so weiter. Ne? So. Man könnte also sagen, Köstritz sollte nicht vergessen werden. Ist nun mal dicht dabei. Da könnte man mit ein bisschen Mühe einiges rausfinden. Ich habe ja schon angedeutet, die Gipsgeschichten, und in der alten Höhle da fand man Urzeit-Tierknochen und so weiter. Und man fand auf dem Acker so bronzene Wulstringe, die auch damals großes Interesse hervorriefen und Erstaunen hervorriefen. Und die Sammlung der Heinriche von Köstritz, die da versteigert worden sind, haben natürlich auch Goethes Interesse geweckt. Da ist er extra mal nach Köstritz gefahren, hat sich das angeguckt. Einiges war noch verpackt, anderes war schon teilweise verkauft. Also es ging da drunter und drüber. Er hätte es sich besser gewünscht, denke ich mir. Richtig schön geordnet, übersichtlich. Weil er wollte ja nicht alles kaufen, sondern nur, was in Weimar noch fehlt, Zukäufe machen und so weiter. Aber dazu hätte man in Ruhe sich das alles angucken müssen. Und ja, so ging das dann ein bisschen daneben. So. Auch das Köstritzer Bier darf nicht vergessen werden. Es ist von Goethe überliefert, dass er sich zeitweise hauptsächlich vom Bier ernährte. Kumpel, gefällt mir. Alle Sorten, verschiedene Sorten aus den Brauereien Köstritz und Oberweimar, und Semmelbrot dazu. Wilhelm von Humboldt schrieb an seine Ehefrau im November 1823: Seitdem ich keinen Tee mehr trinke, ist alles aus. Ich stehe einmal am Rand des Abgrundes und einen Schritt weiter. So schwimme ich im Bier. Ach Gott, liebes Kind. Goethe hat auf nichts Appetit, nicht auf Bouillon, Fleisch, Gemüse, er lebt von Bier und Semmel, trinkt große Gläser am Morgen aus und deliberiert mit den Bedienten, ob er dunkel- oder hellbraunes Köstritzer oder oberweimarisches Bier oder wie die Gräuel alle heißen, trinken soll. Doch geht er meist in eine andere Stube dazu, wenn ich da bin. Die Scheu geht doch in einer menschlichen Brust nicht ganz aus.
Also das ist schon spannend, ne? Der ist ja Humboldt zu Besuch, Goethe, ne? Und wenn er nicht anders zu tun hat, geht er ins Nachbarzimmer, zieht sich ein Maß Bier rein und geht dann zurück und dann wird weitererzählt. Und zum Mittag gibt es dann noch zu den Bier ein Brötchen dazu oder so. Das ist ein Leben, ne? Das erinnert mich an mein Studentenleben zu DDR-Zeiten, ne? Wenn das Geld alle war, ein Brötchen kostet einen Fünfer, da kriegte man dann immer noch irgendwie hin. So. Also. Ja, ich lese Ihnen den Goethebrief vor, der sich auf Köstritz bezieht. Zum Teil. Gestehe aufrichtig, dass eine Sendung nach Gera und eine bedeutende Anschaffung aus dem dortigen fürstlich-reußischen Nachlass mir keineswegs gefallen wird. Also es ist nicht der Gerschen Nachlass, sondern der Köstritzer. Ne? Gemälde für herzogliche Bibliothek anzuschaffen, sind wir nur insofern geneigt, als es Gelegenheit gibt, ein anerkanntes, gutes Bild um einen leidlichen Preis zu erlangen. Wollte man auf Kupfer etwas wenden, so müsste es nunmehr, nachdem Keil die Kataloge gefertigt hat, planmäßig geschehen, wozu manche Vorbereitung gehört und so weiter. Die dortigen Bronzen haben keinen Kunstwert. Die Bücher anbelangt, so wünsche ich wohl, dass man nach so schönen Vorarbeiten auch planmäßig verführe und so weiter. Ja, und dann wird der Heinsius oder der Rat Sturm dann herangezogen und so weiter. Also er hat schon Interesse, der Goethe, den ganzen Kram mal zu sehen und alles Interessante für den Weimarischen Hof auch anzukaufen, aber kein Durchblick. Der Katalog, auf den sich Goethe bezieht, ne, hier, den der Heinsius ihm geschickt hat, der ist quasi nur eine Aufzählung, was alles da ist, aber keine Zustandsbeschreibung und sowas. Das wäre zu weitläufig geworden. Ne? Erstmal nur, um sich einen Überblick zu verschaffen, was da ist. Der Käferstein, den habe ich mit reingenommen. Das ist ein Geologe, Geognost, sagte man damals. Und der hat eine der ersten, die erste große Karte der Geologie Deutschlands erstellt. Und dann stand die Frage, wie färbt man solche Karten? Als Mathematiker interessiert mich das, das ist das Vier-Farben-Problem. Lässt sich jede Landkarte mit vier Farben färben? Ja, wenn man einen Computerbeweis akzeptiert. Die Farben, also die Anzahl der Farben war nicht spannend, aber die mussten wohl unterscheidbar sein und deutlich abgrenzbar. Nicht, dass dieselbe Farbe für aufeinanderfolgende, beispielsweise Schichten, Trias, Jura, Kreide und so weiter, verwendet wird, sondern dass man das alles schön darstellen kann. Und da hat sich der Herr Käferstein mit Herrn Goethe kurz geschlossen. Und hat auch seinen ersten Band Deutschland geognostisch, geologisch dargestellt mit Karten und Durchschnittszeichnungen erläutert und so weiter und so weiter. Diesen Band hat er Goethe gewidmet. Der Geheime Rat von Goethe war so gütig, sich nicht allein für dieses Werk im Allgemeinen zu interessieren, sondern auch eine Farbentafel anzugeben, welche der Illumination des ganzen geognostischen Atlases zugrunde liegen wird. Und ich ergreife die Gelegenheit, meinen innigsten Dank dafür hier jetzt wiederholen zu können. Halle, April 1821. Also, das ist schon ein bisschen mehr als Käferstein hat da die erste große geologische Karte gemacht. Und hier finden wir auch Goethe mit seiner Farbenlehre, ich wollte eigentlich nicht drüber reden, doch etwas einfließen. Und wieso kommt das in die Gera-Sammlung? Weil da in einem, bei Goethe an einer Stelle steht, in der geognostischen Karte von Deutschland finden wir von Pößneck bis Gera einen violetten Streifen, zunächst am Orte breiter, den letzten zugespitzt. Diese Linie von Pößneck, Oppung und so weiter ist ein rauer, harter, wild gebildeter Kalkstein. Bei Pößneck kennen wir das, diese Kalkfelsen, die da rumstehen und so weiter. Nicht? Und das zieht sich bis. Und dadurch ist Gera in dieser. Weil er das mal so erwähnt hat. Man nimmt ja jedes kleines bisschen Goethe und Gera, nicht? Auch die Käfersteinkarte. So, kommen wir zum Schluss. Was gibt es heute noch so? Wir haben eine Goethestraße. Jo. Wir haben auch eine Pflanzstraße und eine Friederizistraße. Wir haben eine Goethe-Villa. Das ist in der Goethestraße oberhalb der Gagarinstraße, das Eckhaus da. Die haben sich einfach Villa Goethehof genannt oder sowas. Das, da sitzt so eine Alt und Kälber oder jedenfalls irgend so ein Hund, Immobilienhai drin, Entschuldigung, und um ihre Hütte da aufzuwerten, haben sie halt nach Goethe benannt.
weil es in der Goethestraße steht. Von der Seite aus sieht man dann auch noch so eine Büste. So, da gibt es so eine kleine Nische, wo die Goethestraße hochkommt, so eine kleine Nische in dem Haus. Ja. Da haben die noch einen Goethe drin stehen gehabt. Ja. Den haben sie aber dann geklaut. Ach, der ist geklaut. Also. Wir haben das Goethe-Gymnasium, das ist ja auch spannend. Das war ja jahrhundertelang, Gymnasium Ruteneum und so weiter. Gymnasien wurden nach 45 abgeschafft. Da war es einfach eine Schule. Und 1949, zum Goethe-Jahr, kriegte sie den Namen Goethe, da war es die Goethe-Schule, später eine erweiterte Oberschule, Goethe und so weiter. Und nach 1990 wollte man sich von dem Goethe nicht trennen, aber das Ruteneum wieder reinhaben. Und jetzt hat dieses Haus oder diese Einrichtung einen Doppelnamen. Ne? Goethe-Gymnasium, Ruteneum seit 1608 oder sowas. Ja, da guckt er uns auch an, das ist bekannt. Ne? So. Zu Goethe gibt es schon einige hübsche Ausarbeitungen. Ich habe mal hier zusammengestellt, Herr Schopper hat 1914 zwei Schriften herausgebracht. Einmal Goethe, also Reußisches in Goethes Sammlungen, die damals aufgearbeitet worden sind, und Goethe in Gera. Wer 50 Seiten Einstieg haben möchte, der lese erstmal Schopper. Im Stil der damaligen Zeit, mit blumigen Formulierungen und so weiter, nicht? Mit dem Kenntnisstand der damaligen Zeit. Und 1949, die beiden Schriften, grundlegend auch heute noch, für jeden, der einsteigen will in die Goethe und Gera, das ist einmal die Schrift vom Mund. Goethe und die Geologie aus Thüringen, aber er geht weit über die Geologie hinaus. Wenn ich Hund gesagt habe, hier 1785 und so weiter, das steht da drinnen. Ne? Und der Kretschmer hat dann noch andere Goethe-Erinnerungen zusammengetragen. Und die sind im Zusammenhang mit 1949 mit der 200-Jahr-Feier halt erschienen. Im Sommer 1949, da war vieles los hier in Gera. Ne? Im Schloss Osterstein im Wolfsgarten wurden Freilichtspiele gemacht, da wurden Theateraufführungen gemacht. Es gab eine Goethe-Ausstellung im August, ne, mit mehreren Bildern von Schwertgeburt und im Originalbrief. Ah ja, der Brief bei dem Meteorstein, der in unserem Museum liegt. Der Brief, das ist ein Brief von Schottin. Und das ist ein Original, was wir hier in Gera haben. Quasi eine Goethe-Reliquie, ne, die wir hier haben. Und das wurde mit ausgestellt, ne, ein Goethe-Bild des Gera-Malers Paul Weiser. Ich habe noch nicht weiter geforscht, Mineralien und so weiter. So. Herr Knoll hat mir auch mal erzählt, dass 1903 ein dramatischer Verein Goethe hier existiert haben soll. Ja. Ne? Ich weiß nichts weiter als das, was der Knoll erzählt. Ne? Gibt es noch eine Postkarte? Oh. Kann ich dir zukommen lassen? Kein Problem. Jo. So. Welche Gärschen haben sich denn schon über die Stadt hinaus, so wie ich hier, mit Goethe beschäftigt? Ein Gärscher, Hans Friese, hat Goethe als Mensch, Dichter, als Mensch, Künstler und Denker ein Buch geschrieben, oder Herr Saupe, Goethes Leben und Werke in chronologischen Tafeln herausgegeben. Ich muss mal ins Territorialkundekabinett gehen. Die verwahren den Nachlass von Frau Reinhard Sieber, die auch einiges, also die hier schriftstellerisch tätig war in Gera, ist in Ernsee geboren und hier in Gera gestorben und hat in Tageszeitungen und so weiter veröffentlicht, auch einiges über Goethe. Und dennoch der Herr Brettschneider. Also, Goethe-Gesellschaften gab es zwei, es gab in den 80er Jahren schon mal eine hier. Ich weiß nicht, was mit der geschehen ist. Die haben mich schräg angeguckt, weil ich eben Goethe nicht so sehr als Dichterfürst, sondern mehr als Naturwissenschaftler und dann auch teilweise kritisch angesehen habe. Und jetzt gibt es wieder eine Goethe-Gesellschaft, die ja diese Schrift hier unten rausgebracht hat voriges Jahr, wo Mitglieder der Goethe-Gesellschaft ihre subjektive Sicht zu einzelnen Aspekten
des Themas Goethe und Ostthüringen dargestellt haben. Also subjektiv meine ich des Autors Meinung. Einige haben Geschichten geschrieben, andere haben versucht, wieder mal dicht an den Quellen zu bleiben und ähnliches. Ne? Aber auch interessant zu lesen. Und der Herr Brettschneider, der hat hier das Gymnasium besucht und hat dann viele Schriften satirischen, literarischen, dramatischen Inhalts verfasst. Ne? Und der hat auf Goethes Werther, Werther ist klar, ne, unglückliche Liebe, Tod, und der hat auf den Werther eine Moritat geschrieben, ein Bänkelsängerlied, 37 Strophen oder sowas, ne, geht ungefähr so los: Hört zu, ihr Junggesellen und ihr Jungfräulein zart, damit ihr nicht zur Höllen aus lauter Liebe fahrt. Ne? Ein Pfeil, ich sing euch von dem Mörder, der sich selbst hat entleibt, er hieß der junge Werther, wie Dr. Goethe schreibt. Ein Pfeil von Liebesgotte fuhr ihm geschwind durchs Herz, geschwind. Sein Mädchen, das hieß Lotte, war eines Amtsmanns Kind. Zuletzt ließ er Pistolen, im Fall es nötig wäre, vom Schwager Albert holen, und Lotte gab sie her, und so weiter. Alberten rechts zum Possen und Lotten zum Verdruss, fand man ihn früh erschossen, im Haupte stark ein Schuss. So, das war's. Goethes aus einem Gerschen Lumpen trinken. Ja, danke. Alles klar. Dankeschön. Ja. Wenn sich jemand mit Goethe beschäftigen möchte und so weiter, ich stehe gern zur Verfügung und gebe auch ab. Ich habe meinen dicken Ordner heute nicht mitgebracht, was am Material schon gesammelt ist und so weiter. Und das ist bestimmt auch noch nicht vollständig, aber vieles habe ich schon. Wer sich damit beschäftigen möchte, muss nicht überall bei Null anfangen. Es gibt halt, ich zeigte einige Vorarbeiten schon und so weiter. Ne? Aber ich freue mich über jeden, der weiterbohrt an der einen oder anderen Stelle. Ne? Tun sich keine Scheu an, kommen Sie auf mich zu oder auf die Goethe-Gesellschaft zu, dann geht das schon.